Der Korb war in 2002 von Alexei Machotin gegründet und ich habe ihn übernommen in 2005. Man hat mich einfach gebeten, dass ich diesen Korb übernehme, weil ich habe schon auch große Erfahrung mit den Sängern, mit dem Chorarbeit, selbst bin ich Pianistin. Und ich habe in Kiew an der Musikhochschule Glier seit 20 Jahren gearbeitet. Ich habe versprochen, dass ich mache das. In Münster, da ist kein professioneller Chor, Amateurchor, aber die Leute, die ihn besuchen, singen sehr gerne. Da sind die Leute, die kamen auch aus dem ehemaligen USSR und die möchten einfach einen Kreis für Unterhaltung haben und mit Musik sich beschäftigen. Ich nehme moderne Lieder, moderne israelische Lieder. Das habe ich auch in Deutschland diese Lieder kennengelernt. Und Psalmen aus der Bibel. Und mit mehreren Sprachen. Es kann ein Lied bei uns deutsche Sprache, russische Sprache, hebräische Sprache sein. In der Gemeinde gibt es verschiedene Arten von Feiern, zum Beispiel Seniorenclub, und dort singen die Leute ganz gerne. Мы стараемся каждый месяц сделать вечер встречи, на который приходят наши члены клуба, чтобы как-то развеяться, как-то друг с другом побыть, поговорить. Вот это самое главное. Практически сеньорин-клуб можно охарактеризовать как забота о старых людях. Это уход за больными, это посещение старых людей. И мы каждый месяц составляем план работы, где пишем, что мы будем делать. Туда входят и встречи, и поездки, и беседы с людьми, с артистами. Жизнь наша здесь, она связана с тем, что мы общаемся, люди, которые приехали из бывшего Советского Союза, мы все общаемся. И вот этот вот сеньорин-клуб дает возможность собираться нам и быть как-то близки друг к другу. И это очень, очень влияет на наших людей. Das ein Fragment aus unserem Schabbat, Erev Schabbat. Hier ist der Ort, wo man zusammenkommt als Jude mit anderen Juden, dass man sich untereinander austauscht. Hier kommt man zusammen zum Gebet, hier kommen wir zusammen zum Feiern, die jüdischen Feste zu feiern. Eigentlich wie für jedes Volk, für jede Religion, das Essen gehört zu den Feiertagen. Die Leute sitzen alle zusammen am Tisch, sie haben Spaß bei der Unterhaltung, sie fühlen sich als eine Gemeinde.
gefüllte Fisch, sagt man so auf Jiddisch. Das gehört zu jedem Feiertag. Das ist ein Muss auf dem festlichen Tisch. Eigentlich bin ich Lehrerin, aber bedauere ich so sehr, dass ich nicht früher die Köchin geworden bin. Ja, das gefällt mir. Ich mag kochen, ich mag backen, ich mag das alles für die Gemeinde machen. Ich freue mich, wenn die Leute hierher kommen, mit den Kindern, die ganze Familie, wenn sie hier sich wohlfühlen, wenn die Kinder hier Spaß haben. Also das alles gehört dazu. Und da am Rosh Hashanah Fleischiges serviert wird, arbeiten heute hier in der fleischigen Küche. Anderer Raum ist milchige Küche. Im Judentum ist das Essen sehr eng verbunden mit den Feiertagen. Es gibt spezielle Gerichte zu jedem Feiertag. Und Volldampf, 100%. Rosh Hashanah, neues Jahr, muss süß sein. Buchstäblich süß. Wir bereiten Möhren. Wir bereiten Paprika, Zucchini, viel Gemüse kommen auf den Tisch und alles in fröhlichen Farben. Es muss ein bisschen süßlich und würzig sein. Die Köpfe, Karpfenköpfe, symbolisieren am Anfang des Jahres, dass wir alle am Anfang, nicht am Ende stehen. Purim, wir backen Hommentaschen. Das macht Spaß den Erwachsenen und den Kindern auch. Es wird getanzt, es wird gegessen. Ich schreibe einen Zettel, wir werden zusammen backen. Und die kommen. Wir backen Halot, wir basteln Hommentaschen. Also ich versuche ihnen beibringen, diese Kultur, diese Bräuche. Und ich mache das gerne und die Kinder kommen auch gerne. Sie haben Spaß am Backen, am Feiern und sie identifizieren sich auch mit dieser Kultur dadurch. Das ist ein kleines Teil, was ich machen könnte, kann und das tue ich. Ты говорила, что не забудешь добрых и ласковых встреч. Порой с тобой. Спасибо.